So, ihr Lieben, willkommen zurück. Es ist endlich soweit. Wir werden die Hauptquest Defiance ist gefallen angehen. Endlich geht's los. Wir werden mehr über die Stählerne Bruderschaft erfahren. Gerade das Thema Stählerne Bruderschaft ist ein absolutes Highlight von mir. Ich freue mich riesig, da mehr drüber zu erfahren. Es wird auch noch einige Quests geben rund um die Stählerne Bruderschaft. Wir werden jetzt anfangen mit Defiance ist gefallen. Deswegen, wir müssen jetzt erstmal hier den Standort von Fort Defiance herausfinden. Der wird uns hier auf der Karte angezeigt. Wir sind hier gerade im Moor unterwegs. Ja, Schnellreisepunkt habe ich hier Bigby's Raststätte genommen, dass wir es nicht so weit haben. Wir machen uns jetzt Stücke auf den Weg. Werden ein bisschen noch hier ein bisschen erkunden nebenbei und werden mal gucken, was uns da erwartet. Ich kenne die Quest schon. Das ist, glaube ich, einer der letzten Quests, die ich gespielt habe, vor 3 Jahren, als ich noch die Let's Plays gemacht habe. Ab dann ist völlig blind alles bei mir. Da kenne ich dann nämlich gar keine Quests mehr. Deswegen, ich freue mich auch umso mehr darum, weil ich die Quest kenne. Ich weiß, auf jeden Fall sehr viel Action, sehr viele Gegner. Wir werden viel zu tun haben. Und ich freue mich mega drauf. Gerade, wie gesagt, das Thema Stählerne Bruderschaft. Ein absolutes Highlight. Da kommen auch noch einige Quests. Ich habe mich mal schon mal belesen. Habe auch schon herausgefunden, wo wir hingehen müssen, um mehrere Quests für die Bruderschaft abzuschließen und sogar der Bruderschaft beizutreten. Also, wer Bock hat auf die Stählerne Bruderschaft, da wird noch einiges kommen. Oh, hier ist irgendwas. Ach, nee, komm. Du versprichst mir immer irgendeinen Preis, den es ja nicht gibt. Ja. So, ein bisschen weiter nach rechts müssen wir. Ja, wie gesagt, was war das? Ich möchte hier ein bisschen was erzählen, aber es geht nicht, weil hier immer irgendwelche Geräusche am Start sind. Aber den Schnellreisepunkt möchte ich ganz gerne hier noch mitnehmen. Ja, die Playlist Fallout 76, 3 Jahre später, kommt super an. Die Klicks sind schon wieder völlig am Eskalieren, also ihr steht auf jeden Fall völlig auf Fallout. Das freut mich wirklich sehr. Bin auch sehr, sehr dankbar für das Feedback, was da kommt, die Views und. Ihr könnt mir gerne noch in die Kommentare schreiben. Ihr könnt da euch mit ein. Oh, was waren hier gerade? Ihr könnt da gerne mitwirken. Und wir werden da definitiv weitermachen. Wir werden dieses Spiel hier kaputt grinden. Und ja, da wird noch einiges kommen, Freunde. Ihr könnt mich dann kostenlos unterstützen, indem ihr ein Abo abschließt. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und jetzt sind wir schon ein bisschen weiter weg. Hab mich schon wieder verquasselt. Wir müssen nämlich hier hin, ne? Ja. Ja, wie ihr sagt, wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr da immer auf dem neuesten Stand seid. Und ja, dann werden wir mal gucken, was wir hier Schönes aus dem Spiel rausholen. Ein traumhaft schönes Spiel, macht mega Spaß. Ich liebe das Erkunden. Und später dann auch mit euch als Community zusammen. Das wird auf jeden Fall mega. Wie ihr sagt, ich stehe auch kurz davor, YouTube-Partner zu werden. Dauert nicht mehr lange und da wird auch einige Vorteile für euch da mit drin sein. Da wird es dann auch Gewinnspiele geben, Community-Projekte und. Wo sind meine Abwesen? Oh, jetzt hat er mir hier meine Rüstung im Arsch gemacht. Ja, Rüstung müssen wir auch mal Ausschau halten. Goldene Taschenuhr. Schrotpatrone, Haarklammer nehmen wir auch gerne mit. Immer gern gesehen. So, weil hier weiß ich nämlich, wir müssen jetzt nämlich irgend so ein Dokument hier klar machen. Damit wir erstmal wissen, wo wir hin müssen. Ja. So. Dann gehen wir mal da hoch. Wir werden hier die Gegend nochmal ganz in Ruhe erkunden, wie ich schon öfters mal gesagt habe. Wir werden auch Quests machen, wo wir einfach nur rein die Orte abklappern und mal durchlooten, dass ihr so eine grobe Ahnung habt, was man hier so abgreifen kann. Es ist zwar immer noch serverabhängig, der Loot, aber dass man so im Groben. Oh, Level 40, was ist mit ihm nicht richtig? Ja, da muss ich aber erstmal kurz. Guck mal, ich bin hier gleich am Verrecken. Also, Level 40 mit ihm war ja gerade auch nicht richtig. Ja, ist ja natürlich auch alles serverabhängig, der Loot. Aber dass man so im Großen und Ganzen eine Ahnung hat, was man hier so am Loot kriegt. Wir müssen mal gucken, ich muss mal gucken, die Schnell-Wahltaste für Stimpak. Hier waren Waffen gewesen, schnell. Ja, und hier haue ich es mir nochmal doppelt rein. Okay. Haben wir jetzt auf jeden Fall auf schnell. Müssen wir nicht mehr im Menü rumeiern.
Sehr schön. So, wir müssen auf jeden Fall hier rein. Ja, wir sind ja hier dabei. Wir müssen das Gebiet hier erstmal durchsuchen. Hier ist ja ein gelber Kreis. Da müssen wir durchsuchen und so, dass er Bescheid weiß, dass wir hier rein müssen. Von vor 3 Jahren war das Ding hier natürlich offen. Das ist natürlich scheiße. Wir können es nicht knacken. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir hier das hacken. Oder hier Passwort erforderlich. Habe ich natürlich nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Optional. Finde das Passwort. Finde das Kommandozentralen Passwort. War vor 3 Jahren schon offen gewesen, die Tür. Jetzt bin ich natürlich völlig blind. Keine Ahnung, wo das Passwort ist. Aber ich gehe mal davon aus, das wird hier irgendwo sein. Na, es wird uns natürlich alles schön angezeigt. Das war vor 3 Jahren noch nicht so gewesen, dass hier wirklich alles haargenau angezeigt wird. Da musstest du wirklich suchen. So, und da siehst du auch schon, es ist irgendwo. Huch, was ist denn hier los? Irgendwo im Untergeschoss. Deswegen gucken wir mal, wir gehen hier nochmal raus. Guck mal, und da. Da unten irgendwo. Also müssen wir hier in die Hütte hier und irgendwo in den Keller dann rein. Machen wir mal Licht an. Zack. Das war auch. Oh, hallo. Dass wir auch was sehen. Hier ist ein Holzhaufen. Guck mal. Sehr schön. Na, sage mal. Na, jetzt ist die Haarklammer am Arsch. Hey, es muss hier sein. Ah, sag mal, was mache ich denn hier? Ah, ist noch nicht so richtig. Immer noch nicht, ich drehe durch. Auch nicht. Ey, Stufe 0 Schloss und er ist hier voll am Eskalieren, wa? Kurz vorher. So, jetzt endlich. Peinlicher Move. Haben wir aber letztendlich hinbekommen. So. Oh, Kakerlaken. Hallo. Hallo. Haben wir. Komm, das Fleisch nehmen wir mit. Den atomaren Abfall natürlich auch. Wir müssen nämlich auch langsam mal ein bisschen Fleisch abraten. Weil wir haben nichts mehr. Schlüssel erforderlich. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Schlüssel erforderlich. Ich drehe durch. Wo kriege ich denn jetzt hier den Schlüssel her? Mensch, 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 Mensch. Der wird jetzt auch bestimmt hier nicht irgendwo rumliegen, oder? Da müssen wir mal schnell durchgucken. Klebeband, sehr schön. Was denn hier? Richtlinien zum sicheren Lager. Wegen der Reduktion des Personals soll der Zugang zum sicheren Lager nur in Notfällen außerhalb der normalen Zeiten gestattet werden. Falls Sie nach 21 Uhr Zugang zum Lager benötigen, suchen Sie den Quartiersmeister in seiner Schlafkabine. Nochmal nur in Notfällen. Okay, in seiner Schlafkabine. Der wird dann hier irgendwo seine Schlafkabine haben und da wird der Schlüssel sein. Deswegen suchen wir schnell die Schlafkabine. Mal hoch, hier war was. Boah, wer ist er denn? Legendärer Raider. Boah, wie kriegt denn der jetzt hier schon wieder? Der heilt sich, war der Vogel? Komm schon. Wo ist er hin? Oh, der hat eine schöne Kampfflinte. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Regeneriere AP bei jedem Kill. Sehr schön. Gucken wir uns direkt mal an, die Wumme. Sehr schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Okay. Dann gucken wir mal, wo die Schlafkabine ist. Sieht scheiß aus. Wer ist er denn? Eine Puppe.
Also was das hier immer ist, habe ich keine Ahnung, ob das hier irgendwie ein Loot-Drop oder sowas ist, der runterkommt. Ich weiß es nicht. Die machen auf jeden Fall immer gut Krach hier. Ja, lass mal gucken, ob wir hier die Schlafkabine finden. Ja, das sieht gut aus, dass wir hier in dem Gebäude richtig sind. Hier überall das Zeichen der Stählerne Bruderschaft. Ja, das sieht mir danach aus, hier im Spind, ne? Sehr schön, haben wir den Schlüssel, dann können wir wieder zurück. Ja, und den ganzen Schritt, den haben wir uns vor 3 Jahren gespart. Da war nämlich schon ein Spieler gewesen, hat die Tür aufgemacht. War natürlich sehr praktisch. Aber haben wir doch alles hingekriegt. So, machen wir auf hier das Brett. Zack. Und hier ist das Passwort. Passwort, ja gut. Kann ich jetzt nicht erkennen, aber ich denke mal, er wird das ja dann so übernehmen. So, wir gucken mal kurz. Was haben wir hier? Sicherung nehme ich gerne mit. 2 Stück. Raketenwerfer. Na ja, gut, haben wir jetzt einen. Raketen nehmen wir mit. Kampfmesser. Schön. Schön, schön, schön. Bierschienen haben wir hier drin. Schrotpatronen, die nehmen wir immer mit. Gut. Gehen wir zurück, dann können wir rein. Weil wir haben noch einiges vor uns. Die Quest, die ist noch lange nicht zu Ende. So, Licht kann ich mittlerweile ausmachen. So, ihr Lieben, wir müssen auch gleich mal ein bisschen essen und trinken. So, was haben wir hier Schönes? Komm, Honig, hier Hundefutter, gib ihn. Und aufbereitetes Wasser. Ja, ansonsten, wir müssen erstmal ein bisschen was abraten. Da kommen wir nicht drum rum. Wir haben nichts mehr zu futtern. So, Passwort. Tür ist offen. Sehr schön. Keine Gegner drinne. So, und dann war das nämlich hier gewesen. Den Zettel brauchen wir. Genau. Zack. Wer war diese stählerne Bruderschaft? Überlebenskünstler? Ehemalige Soldaten? Sie haben ihr Training und ihre Rufzeichen ernst genommen. So viel steht fest. Organisiert, effizient, mit Zugang zu Ausrüstung. Man würde meinen, dass sie in West Virginia mittlerweile das Sagen hätten, aber sie sind fort. Wenn Sie sich an die militärische Vorgehensweise halten, haben Sie irgendwo ein befestigtes Hauptquartier und einen Anführer. Jemanden, der wusste, was Sie vorhatten. Ja, ihr habt es gesehen. Wir müssen jetzt hier, ich zeige es nochmal auf der Karte, hier nach unten in das Hauptquartier der Bruderschaft eindringen. Deswegen sind wir hier nach Huntersville gereist, damit es nicht so weit ist. Wir müssen jetzt hier nur noch den Weg hier folgen und dann sind wir schon da. Ist natürlich wieder ein kleiner Fußmarsch, aber wir können eventuell noch was entdecken auf dem Weg dahin. Ist ja nicht so verkehrt. So, ich guck mal kurz, ob wir hier eventuell. Ja, wir gehen hier quer durch. Gehen mal davon aus, dass wir hier wieder irgendwo runterspringen müssen. Man kennt's. So. Aber das müssten wir eigentlich. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Ja. Müssten wir hier Schissen kriegen. So hoch ist es ja nicht. Hier hast du immer wieder so einen Absprung. Ja, das passt, das kriegen wir hin. Ah.
Ah, gut. Wir haben ja Stimmies. Wir haben ja welche geschenkt bekommen vom Spieler. Vor ein paar Folgen. Die Freakshow. Müssen wir hier jemanden umbringen? Nö. Oh, guck mal da hinten, die ganzen Viecher. Hier war auf jeden Fall schon mal jemand unterwegs. Ein Radskorpion. So. Oh, da hinten geht's auch gut die Post ab. Seht ihr das, was da abgeht? Vor 3 Jahren war nämlich auch noch interessant gewesen, da wo wir da angekommen sind, da ist da irgendein, sag jetzt mal Drache oder sowas da rumgeflogen. Sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, das war, denke ich, mein Event gewesen. Ich höre hier andauernd immer noch den Skorpion. Ich kann mir nicht helfen, wa? Hier. Boah, macht der Schaden. Hat der Schaden reingedrückt. So. Da ist auch schon das Objekt der Begierde. Noch ein kleines Stück müssen wir. Dann bin ich mal gespannt, was da so rumgeschossen wird. Mal kurz einen Blick riskiert. Ja, wir haben es gleich geschafft. Wir haben ja da in der Kiste von der Aufseherin was zu essen drin gehabt, habe ich gesehen. Den Kuchen nehmen wir noch schnell, dass wir erstmal ein bisschen was haben. Hat sie uns da gelassen. Sehr, sehr aufmerksam von ihr. So. Da sind wir auch schon. Da wird uns auch schon angezeigt, dass wir da eindringen müssen. Gut, eindringen ist jetzt das falsche Wort. Wir können einfach durch die Tür gehen. So ist es nicht. So, und hier ist letztens dann vor 3 Jahren. Oh, hier geht schon wieder die Post ab. Ich weiß nicht, was hier los ist, ey. Was hier abgeht, keine Ahnung. Hier, guck mal, genau hier so ein Vieh hier. So ein Vieh ist hier rumgeflogen. Eine Brandbestie. Und das haben dann hier Spieler versucht, dann abzuknallen. Mega Spektakel gewesen, also ein reines Rumgeballer war das hier. So, Vorkriegsgeld. Ja, die haben ja auf jeden Fall gut zu tun hier, aber Sturmgewehr möchte ich ganz gerne mitnehmen. So, ihr Lieben, wir fangen an. Wir betreten Fort Defiance und dann geht die Reise los. Im Großen und Ganzen müssen wir einfach nur herausfinden, was mit dem passiert ist. Dadurch müssen wir gleich durch so eine Tür durchgehen, die leider verschlossen ist. Und die Quest besteht jetzt darin, halt zu gucken, dass wir irgendwie die Tür hier aufkriegen, damit wir da an die Dokumente rankommen. Das ist die grobe Zusammenfassung der Quest. Der Weg dahin ist natürlich schwierig, weil hier wimmelt es nur so von Gegnern. Nee, guckt mal, hier ist nämlich schon offen, da war ein Spieler drin. Rein theoretisch müssen wir nämlich jetzt hier das ganze Gebäude hier auseinandernehmen. Wir können gleich mal. Ich werde das nur kurz nochmal aktualisieren, dass wir das fertig haben. Weil das möchte ich natürlich mitnehmen. So, die Notiz, die nehmen wir mit. So, und dann haben wir nämlich die Quest abgeschlossen. Die Defiance ist gefallen. Ja. Die ganze Quest besteht wirklich darin, diese Tür hier aufzumachen, damit wir da rankommen. Outfits eines Gelehrten der Stählernen Bruderschaft und Munition haben wir bekommen. Als nächstes haben wir die Quest Bootcamp Blues freigeschaltet. Ist, glaube ich, auch eine Hauptquest. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, ist auch eine Hauptquest. Die werden wir in der nächsten Folge natürlich angehen. Ich möchte aber auch ganz gerne mit euch, dadurch, dass ihr. Guck mal, der war hier auch noch nicht gewesen vorher. Dadurch, dass wir das jetzt alles nicht machen mussten, mit euch kurz mal hier ein bisschen durchgehen, damit ihr das ein bisschen seht. Ja, also wir gehen hier halt durch und dann müssen wir durch die ganzen Räume hier kämpfen, um dann letztendlich dann. Ich glaube, das war irgendein Schalter gewesen, den wir aktivieren oder einen Schlüssel bekommen. Oder nee, wir mussten Strom einschalten. Genau irgendwie so war das gewesen. Wir müssen hier Strom einschalten, damit wir hier halt diese Tür aufkriegen. Ist da? So. Deswegen gehen wir mal ein bisschen durch. Damit ihr das mal gesehen habt. Es ist wirklich nichts anderes als hier durchgehen, die Gegner töten. Und nach diesem Lichtschalter suchen. Er wird euch auch hundertprozentig angezeigt, wo der ist.
Oh, ich bin überladen. Warum das denn jetzt auf einmal? Ist es wegen der Krankheit oder warum? Oh. Irgendwas macht hier mega Stress. Gucken wir gleich mal. Ich möchte nur mal kurz gucken, was hier mit uns los ist. Oh, ein Riesentier ist hier. Guck mal kurz, haben wir noch ein Heilmittel? Nö, natürlich nicht. Ha. Ha, ha, ha. Ach nee, das war ja bei Hilfsmittel. Heilmittel hier, nehmen wir das mal. Und hoffen, dass das dann weg ist. So, wir gucken uns mal an, was hier für ein Gegner am Start ist. Ah, oh, der ist sogar, sein Gebrüll ist schon so, dass wir Schaden nehmen. Mal vorsichtshalber den Raketenwerfer. Bin immer noch überladen. Was ist denn da los? Ah, Tatsache, weil ich habe ja auch die ganzen Questbelohnungen bekommen. Gut, okay. Müssen wir jetzt erstmal durch. Ich möchte den jetzt erstmal fertig kriegen. Habe ich irgendwas Sinnloses? Ein Sturmgewehr, das können wir eh erst mit Level 50 tragen. Das kann weg. Ja, und da kommen wir einfach nochmal her. So, ja, wir haben so viele Waffen. Wir müssen zusehen, dass wir die irgendwie. Das Scharfschützengewehr habe ich jetzt weggeschmissen. Das war eh kurz davor kaputt zu gehen, wenn nicht. Es gibt genug. Oh, Gatling-Geschütz, guckt es euch an. Ja, Schaden ist jetzt nicht so dolle. Gewicht 18, es haut schon gut rein, wa? Wir haben zu viele Waffen, wir müssen uns bald mal entscheiden. Ich guck mal kurz, ob ich eventuell hier das. Irgendwas ist hier sowieso kaputt gewesen. Komm weg damit. Ist auch kaputt. Das ist auch bald. Aber jetzt, na gut, eine Sache müssten wir eventuell noch. Eine Waffe noch, komm, das Gatling-Geschütz weg damit. Zack. So, dann gucken wir mal. Wo ist dieses Vieh, was hier so einen Stress gemacht hat? Ja, wie gesagt, wir machen hier tatsächlich nichts anderes, als hier durchzugehen. So, nimm den Aufzug zum obersten Stock. Wir gucken dann gleich mal, was da ist. Ich möchte nur noch gleich mal gucken, ob wir nicht eventuell schon dann die andere Quest da machen, weil das möchte ich nämlich ungerne machen. Ja, den müssen wir natürlich nehmen, wenn wir Bootcamp Blues weitermachen. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, uns wird auf jeden Fall angezeigt hier bei Defiance ist gefallen, was wir machen müssen. Ja, es ist nichts anderes als hier durchgehen, die Gegnerhorden töten und den Strom dann einschalten, um das Tor da zu öffnen. Mehr ist es wirklich nicht. Und so jetzt die großen Gegnerhorden sind es auch nicht. Aber dieses eine Monster, was jetzt hier schon beim Schreien uns Schaden gemacht hat, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Das wollte ich gar nicht ganz gerne noch sehen. Das wäre mir jetzt noch ein Bedürfnis, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Hallo? Open the door, please. Wow, okay. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, die haben extrem Radioaktivität. Wo ist er hin? Zwei nervöse Wesen. Wo ist er denn hin? Er glitscht ja einfach mal durch die Tür durch. Alter, wenn die einen hauen, was hier abgeht an Radioaktivität, das ist unnormal. Ja, können wir gleich ein dickes Ding nehmen. Das hat keinen Sinn. So, ich möchte ganz gerne gucken, was das für ein Vieh gewesen ist, war.
Ich höre hier schon wieder irgendwas. Keine Ahnung, was es gewesen ist, war. Ui, wer bist du denn? Goldschrott nehmen wir gerne mit, nehmen wir gerne mit. Sage mal, nimmst du hier noch den Schrott? Dankeschön. So. Hier fallen wir jetzt wieder runter. Ich weiß jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, Leute, es ist 3 Jahre her, wo wir jetzt hier genau lang müssen. Der haut uns jetzt runter, wa? Dachte schon, dass der uns jetzt runterhaut, wa? Ja, die Gegner, oh, jetzt sind wir selber runtergeflogen. Die Gegner sind echt nervtötend, weil die so viel Radioaktivität reinhauen. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Wendigo hier. Das wird jetzt interessant hier. Ah, okay. Das war's gewesen. Sind wir jetzt gestorben? Ja, der Wendigo war das gewesen, der so rumgebrüllt hat. Ganz klare Sache, habe ich komplett vergessen, das Vieh. Ey, guckt mal, was ich an Radioaktivität jetzt schon wieder abgekriegt habe. Ich überlege, ob ich da nochmal kurz hingehe und versuche, den zu fetzen, ne? Raketenwerfer haben wir ja noch ein bisschen was am Start. Eigentlich müssten wir mal versuchen, ne? Wir hauen mal ein bisschen Schaden noch mit rein. Wenn Stimmy noch René drückt. Eigentlich müssen wir, oder? War ja schon hier gewesen. Mal hier sind wir nämlich abgekratzt. Ne, hier haben wir unsere Sachen nicht geschmissen. Da sind wir abgekratzt, glaube ich. Oder? Wo waren das jetzt? War das nicht hier gewesen? Da hinten war es gewesen. Wo sind die jetzt hin? Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Okay, ich höre sie auf jeden Fall wieder. Ist nicht, dass wir hier wieder hinfliegen werden. Guck mal da drinnen in den Raum. Nee, das war nicht. Granate schnell mal irgendwie auswählen. Natürlich, ich gucke mal. Da haben wir jetzt noch einen Splittergranate drin. Zack, Attacke. Den haben wir. So, aber den Wendigo, den möchte ich ganz gerne weg haben. Da hinten ist er. Oh, den hat's gar nicht. Den juckt. Ah, scheiße. Daneben. Den Wendigo juckt das Null.
Okay, er kommt. Und Granate ist völlig lost. Oh, da ist er. Komm her. Legendary. Sehr schön, haben wir. Warum stirbst du nicht? Guck mal, er ist tot. Voll rinnebackt hier. So, 5 mm Patronen brauchen wir leider nicht. Minigun Hochgeschwindigkeit. Die Zähne nehmen wir mit. Fiberglasrolle, lose Schrauben. Oh, der hat ordentlich Sachen, wa? Ich kann jetzt zwar nicht einordnen, ob wir die brauchen, ob die gut sind. Aber ich nehme es erstmal mit. Passt, können wir auch mitnehmen, können wir ein bisschen was einlagern. Mehr dürfen wir jetzt nicht einsammeln. So, dann gucken wir nochmal kurz weiter. Ob ich eventuell noch den Raum jetzt finde, wo ihr den Strom einschalten müsst. Das wäre natürlich perfekt, weil mir wird da jetzt natürlich nicht angezeigt, weil ich die Quest schon abgeschlossen habe jetzt. Aber wäre natürlich geil, wenn ich das euch noch zeigen könnte. Hallo? Ja, finde ich jetzt leider nicht. Vor allem, ich finde natürlich auch den Aufzug jetzt nicht, wo wir hin müssen, um Bootcamp Blues weiterzumachen. Ist der dahinter? Mann, hier geht nämlich auch die Stromleitung lang, die das dann hier unten öffnet. Das ist das, was wir öffnen müssen, was unser Ziel ist. Ja, und da geht das Kabel dann hier lang. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, lass mich mal kurz gucken, da oben ist das. Ich gehe noch mal kurz gucken. Hier, hier. Hier und ich möchte. Ja, hier ist er. Zack. Und wenn ihr das Ding dann aktiviert, dann macht ihr da unten nämlich die Tür auf und dann könnt ihr die Quest Defiance ist gefallen abschließen. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Jetzt habt ihr das gesehen, wo ihr lang müsst. Schön, er dachte, ich muss hier wieder ein halbes Video hinstellen. Aber haben wir natürlich jetzt geschafft. Ihr wisst jetzt, wo wir lang müssen, um die Quest abzuschließen. Ich werde jetzt nochmal gucken, dass ich dann nach vorne zur Tür komme. Ach nee, das war hier. Genau, und dann geht er hier runter, springt hier unten rein und dann ist es soweit. Zack, kommt er hier rein, ran ans Klemmbrett und Quest ist abgeschlossen. Ich habe mir aber auch nie hier irgendwie hinten angeguckt, was hier so abgeht. Ich glaube, hier müssen wir dann nämlich weiter, wenn wir zum Fahrstuhl wollen, wegen Bootcamp Blues, ne? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ist ja auch egal, wenn wir in der nächsten Folge dann gemütlich gucken. Werde aber erstmal die ganzen Sachen jetzt erstmal einlagern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zur Hauptquest Bootcamp Blues. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wir sind aber Schritt für Schritt alles durchgegangen im Endeffekt. Ihr könnt da nichts falsch machen. Es ist im Großen und Ganzen nichts Schweres bei, außer halt hier durch die Gegner durchzugehen und oben den Strom anzumachen, damit dann hier die Tür aufgeht. Denke mal, nach dem Video werdet ihr es alle dann schaffen. So, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir gerne ein kostenloses Abo dalassen. Das unterstützt mich ungemein. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit am Start. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan. Ciao, ciao.